Ja, hallo, da sind wir wieder. Ja, letztens haben wir die erste Mission beendet. Das war das Tutorial samt Machtübung und dem Absturz und den Mysterien mit Mark Arachnos, oder wie der heißt. Ja, wir können jetzt, ich kann mir jetzt hier Missionen auswählen, welche ich nehme. Und ich würde einfach sagen, dass ich die der Reihe nach mache, und zwar erst Söldneraktivitäten, dann Friedenbergung, bla 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 bla. Und dann fliegen wir mal nach Tatooine. Sagt er was, oder? Nein, okay. Also, wir haben zahlreiche Berichte erhalten, dass die Jünger Ragnos Söldner und Schmuggler anheuern wollten, um Frachten zu transportieren. Wenn wir einen dieser Söldnergruppen kontaktieren können, finden wir vielleicht die Operationsbasis dieses Kults. Einer der Schmugglerringe, die uns bekannt ist, operiert von Mos Eisley aus. Mach dich auf den Weg dorthin. Ah, das war's. Ja. Annehmen. Das hier klingt unentspannt, daher reise ich mit dir. Auf Tatooine findet man ein paar der heruntergekommensten Typen der Galaxis. Bleib beim Schiff, während ich mich umsehe. Ah, Hilfe. In diesem Bildschirm können Sie eine Kraft der Macht um eine Stufe erhöhen. Das Maximum ist Stufe 3. Klicken Sie auf das Symbol der dunklen oder hellen Kraft der Macht. Grundkräfte können nicht verbessert werden. Um eine verbesserte Kraft wieder zurückzusetzen, bitte einfach noch einmal anklicken. Sobald eine Kraft erhöht wurde, ist auch der Waffenbildschirm verfügbar. Okay. Oh, Waffen. Was die mit. Entwickeln sich natürlich und können nicht gewählt werden. Ah, okay, also einmal Machtsprung. Ja, das ist das, was ich passiv immer mache und komme auf nur Jedis. Okay. Schon wieder einen gewaltigen vertikalen Satz. Der Jedi kann dreimal so hoch wie normal springen. Cool. Machtgriff. Also ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das selber durchlesen. Ich halte die Maus einfach für 2 Sekunden drüber und ihr könnt dann, wenn ihr wollt, das Video einfach pausieren. Okay, wie viele Punkte haben wir? Ich glaube, einen. Ich würde auf jeden Fall am Anfang erstmal etwas wegen Heilung machen, weil, also, wenn man unsterblich ist, ist es immer einfacher. Machtabsorption. Der Jedi kann die Macht der dunklen Seite sowie den Machtschub und Machtgriff absorbieren. Ich weiß noch nicht genau, was das macht. Ich glaube, wir werden nicht auf so viele dunkle Anhänger von Ragnos stoßen, also machtsensitive Feinde. Ich würde eher entweder das hier, Machtheilung, oder Machtentzug vielleicht machen. Und dann Blitze. Elektroangriff, wie putzig. Ich glaube, da macht den zu.
Lebenskraft eines anderen auf sich selbst übertragen. Aber Moment, wenn ich keinen Gegner habe und ich mich... Moment, das... das ist nur... Ich nehme lieber das, weil nur Lebende... Ich meine, wenn ich also einer Druidenarmee gegenüberstehe, wäre das eher unpraktisch. Also, ja. Ja. Lady meditiert einen Moment, muss dabei still bleiben. Jede Bewegung, jeder Angriff behindert die Heilung. Die Genesungsgeschwindigkeit hängt vom Schwierigkeitsgrad ab. Oh. Lady kann einer anderen Person die Lebenskraft entziehen und diese selber nutzen, wenn er physischen Kontakt hat. Der Jedi feuert einen einzelnen Blitz nach vorn, der sofortigen Schaden anrichtet. Ja, macht Heilung, ja. Für den Anfang mache ich erstmal das. Was ist die Hilfe? Achso, nee. Waffen. Hilfe. In diesem Bildschirm können Sie zwei Waffen und ein Wurfobjekt für die kommende Mission wählen. Ein Lichtschwert sowie die Blasterpistole sind immer Teil der Ausrüstung. Gut. Klicken Sie zur Auswahl auf das Symbol. Zum Abwählen klicken Sie es noch einmal an. Sobald alle Waffen gewählt wurden, können Sie die Mission starten. Okay. Das hier meine ich. Elektromagnetisches Puls-2-Gewehr. Das sogenannte DMP-2-Pulsgewehr wird vor allem gegen Druiden und elektrische Geräte eingesetzt. Das DMP-2 feuert kräftige Ionenstöße, die Elektrosysteme stören. Anders als seine Vorgänger kann das DMP-2 auch lebende Wesen mit seinen Ionenladungen verletzen. Oh! Primär Angriff, Einzelschuss. Bei Menschen, Schock, Druiden werden beschädigt. Zweiter Feuermodus. Der geladene Schuss startet eine elektromagnetische Energiewelle, die Druiden, Menschen und Geschütze angreift. Munition, Energiezelle. Tenlos Dixr 6 Disruptorgewehr. Diese gefährliche Waffe greift Materie auf der Molekularebene an und reißt sogar Objekte mit Leichtigkeit in Stücke. Aufgrund der Unmenschlichkeit dieser Methode ist der Einsatz des Dixr 6 in der gesamten Galaxis untersagt. Sie wird nur noch von einigen Druiden und Hinterbliebenen verwendet. Primärangriff, Einzelschuss, geringe Feuerrate und Sofortangriff. Warum haben die Jedis diese Waffe zur Auswahl? Keine Ahnung. Zweiter Feuermodus, Zielfernrohr. Einzelschuss, geringe Feuerrate, stärkere Schäden und hoher Waffenenergieverbrauch. Munition, Energiezelle. ER-11 Blastergewehr. Die Primärwaffe der imperialen Truppen. Das ER-11 ist ein robustes, tödliches Blastergewehr, das trotz seiner geringen Größe schwere Schäden verursacht. Dank des kompakten Designs ist das ER-11 leicht zu tragen und zu verstecken. Primärangriff. Langsamer Einzelschuss mit mittlerer Präzision und großem Schaden. Zweiter Feuermodus. Schnelle Stoßfeuer mit geringer Präzision und größerer Reichweite. Munition. Blasterpack. Ja, soviel zur Werbung. Wookie Bogenwerfer. Diese archaisch anmutende Waffe feuert starke Metallbolzen mit Energiemantel ab. Der Bogenwerfer kann unglaubliche Schäden verursachen. Sein Träger benötigt enorme Kräfte, um ihn zu halten. Die meisten Bogenwerfer, die nicht aus der Heimat der Wookies stammen, verfügen über selbstladende Mechanismen, damit sie auch schwächere Wesen nutzen können. Primärangriff. Langsamer Einzelschuss mit Radiusschaden. Bei länger gedrückter Feuertaste Streufeuer. Zweiter Feuermodus. Feuert einen reflektiven Schuss, der von festen Oberflächen abprallt. Munition, Energiezelle. Ich glaube, ich würde... Erstmal gegen Druiden würde ich vielleicht das Ding nehmen. Und einfach, weil... Ich glaube, und den E11 Blaster, weil ich glaube, dass diese Munition am weitesten verbreitet sein wird. Ja, obwohl, es gibt nur zwei Arten, Blasterpack oder Energiezelle, aber okay. Lichtschwert, als elegante Waffe für eine zivilisiertere Ära ist das Lichtschwert die bevorzugte Waffe eines Jedi-Ritters. Hilfe, meine Stimme. Es wird durch Energie aufgeladen und eignet sich sowohl zum Angriff als auch zur Verteidigung. Primärangriff, Hieb- und Stichattacken. Zweiter Feuermodus, Schwert, Machtwurf. Ja, okay. Verteidigung, wird Angriff mit Blastern und Energiewaffen ab. Pariert feindliche Lichtschwertangriffe. Munition nicht zutreffend. DL-44 schwere Blasterpistole. Die DL-44 schwere Blasterpistole ist eine der verbreitetsten
Waffen der Galaxis und wird in der Haupthand in der Hand gehalten. Diese Energiewaffe hat eine geringe Feuerrate und ist unglaublich präzise. Für mehr Angriff, langsamer Einzelschuss mit großer Präzision und großem Schaden. Zweiter Feuermodus, geladener Energieangriff für Angriffe mit größeren Schäden. Munition, Starter Pack. Ja. Und... Oh. Granaten. Thermaldetonator. Das ist kein Thermaldetonator. Das ist eine Handgranate. Der Thermaldetonator ist eine Radiusgranate, deren freigesetzte thermale Energiematerie zersetzen kann. Primärangriff. Oder verwechsel ich da was? Nach kurzer Zeit explodierende Granate. Durch das Halten der Feuertaste kann die Wurflänge bestimmt werden. Zweiter Feuermodus. Explosion beim Kontakt. Durch das Halten der alternativen Feuertaste kann die Wurflänge bestimmt werden. Detonationspack. Ein Detonationspack ist ein kleiner Sprengkopf mit einem ferngesteuerten Auslöser. Der Pack, keine Ahnung, wird platziert oder geworfen und kann beliebig detoniert werden. Detonationspacks werden oft für Hinterhalte benutzt oder um Türen zu öffnen. Primärangriff, Ladung vor den Füßen platzieren. Zweiter Feuermodus, alle Ladungen zünden. Oh. Kontaktmine. Die Kontaktmine. Ah, muss ich das eigentlich lesen oder. Na, egal. Kontaktmine. Die Kontaktmine besteht aus einem Strahlprojektor an einer explosiven Hülle. Der Laser wird beim Platzieren der Mine aktiviert und wirft einen Strahl auf die nächste Fläche, die seine Bahn kreuzt. Wird der Strahl unterbrochen und die Ladung geschossen, so explodiert die Mine und verursacht Radiusschäden in ihrer Reichweite. Primärangriff. Verhält sich wie ein Kontaktzünder mit Laser. Zweiter Feuermodus. Nach dem Platzieren verhält sie sich wie eine Annäherungsmine und wartet auf einen Feind, der den Feuerradius betritt. Ihre Explosion ist die Folge. Ich glaube, ich nehme die Granate. So. 12 Minuten. Wisst ihr was? Ich mache die Folge einfach ein bisschen länger. Einfach, damit ihr auch was sehen könnt. Starten. Wir haben zahlreiche Berichte erhalten, dass die Jüngere... Ach so. Ah ja, okay, das kennen wir schon. Glaub ich's denn? Der rasende Falke. Oh. Han, Chewie, jemand zu Hause? Sie scheinen weg zu sein. Ganz schön dünn übrig. Lukes Information war richtig. Dies sind ganz sicher Charterfrachtschiffe. Ich habe ein komisches Gefühl. Hör zu, bleib hier und bewach den Eingang dieser Stadtrampe. Wenn jemand rein oder raus will, halt ihn auf. Ich gehe rüber zur Craig Cantina und höre mich um. Ich kenne hier ein paar Leute. Ja, aber. Zucchini! Martini! Houdini! Okay. Einer von Kyle Katans Schüler. Er unterhält sich mit Bewohnern hier. Wir untersuchen einen Kult, der sich überall breit macht. Du musst Chewbacca sein. Was machst du hier? Leia Organa? Wow. Das muss etwas Wichtiges sein. Dort? Ah, wie cool. Ja. Okay. Moment. Ah, okay, das kann ich so auswählen. Okay. Okay, mit P kann ich die Perspektive wechseln, wenn ich eine Knarre halte. Cool. Okay. Welche Taste ist hier der... Ah, okay. Ah.
mal. Toll. Oh, was habe ich denn da bekommen? Sehr schnell bei Gewehr. Du rennst, du kannst nicht von mir rennen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Okay, was habe ich denn da bekommen? Was? Ich mache die Musik ein bisschen leiser. Und vielleicht die Effektlautstärke noch. So. Was ist das denn? Ach ja. Sieht so anders aus. Oh, du Kacke. Was verwendet das Ding? Eine separate Munition, wie es scheint. Alter. Aber okay. Also nicht schwerbar. Kann ich den Druiden eigentlich kaputt machen? Ja, geil. Ich hoffe, da hat niemand Wichtigem gehört. So, geht's lang? Dahin? Ah. Oh. Ah, kann er. Das ist nicht der. Cool. Ach ja, ich habe was vergessen, und zwar wollte ich ja eine kleine Überraschung gibt es da noch. Moment. Ja, so, mal gucken, ob es geklappt hat. Ich bin mir da nämlich jetzt nicht ganz sicher. Muss ich hier? Ich muss dahin. Okay. Ist dort noch was? Nein. Okay. Was ist das? Moment. Wie kann ich Sachen drücken? Interaktion. Tabloter R. Ah, das ist Munition vielleicht. Kommt nur mir das so vor, oder sind Rodianer seltsam? Ich weiß, was du meinst. Nein. Hat nicht funktioniert. Hä? Habe ich was übersehen? Verdammt. Gut, dann eben halt ohne. Keine Ahnung, was falsch gelaufen ist. Vielleicht ist das ein Mod, weil wenn das ein Mod ist, habe ich keinen Bock, mir jetzt den Mod extra herunterzuladen. Aber hier sind wir nicht sicher. Gehen wir zurück zum Schiff. Machen wir mal weiter. Das bringt ja sehr viel. Mann, ich will, dass die Mod funktioniert. Die Mod war nicht. Wer ist das? Neu gruppieren! Was willst du von mir? Hä? Zum Teufel? Piu. Oh. Au. Der Jedi ist entkommen. Nein.
Der hat ja eine Armbrust. Jo Mai. Was ein Schlingel. Noch was? Nein? Okay. Buon appetito. Dopo lo tosato il tonno. Wir können nicht zu den Schiffen. Hier ist alles verriegelt. Ach ja, wie gut, dass ich die Heilung habe. Scheiße, das war nicht die Heilung. Hier. Vielleicht sollte ich mal den Blaster probieren. Aber wäre, glaube ich, besser. Oh, da war ein Tamaldetonator. Okay. Ich heile lieber noch ein bisschen. Ja, schade, dass es nicht funktioniert hat. Ich hatte eigentlich vor, sagen wir es mal so, das Licht wird etwas realistischer zu machen. Stopp, Jedi! Das ist doch schrecklich, ey. Man kann so zielen. Wow. Wer ist da? Niemand. Okay. So kann man echt nicht ballern. Aber okay, das... Ja, mach ich dann lieber auf der Brustpost. Kann ich helfen?
Nein. Na gut. Ah. Pardon? Wie meinen? Jo, das ist für die Munition. Und die Stalle. Toll. Ich kann auch schnell feuern. Au. Nice. Noch jemand? Ach, das ist draußen vielleicht. Mach ich eigentlich Sprung? Aber nicht. Okay, probieren wir jetzt mal den TL-50, den imperialen Schnell. Oh. Ach komm. Jawohl. Oh. Alter. Interruptorgewehr. Aha. Alter. Jumpscare des Jahrhunderts. Die Granate rollt runter. Ich bin hier, die sollte keine Angst zeigen. Ja, bin eher noch ein Padawan. Seid ihr die, die ich glaube, die ihr seid, oder seid ihr einfach nur zufällig die gleichen Modelle? Nee. Ich glaube, das ist nur eine Anspielung. Nein, Franchise oder so. Oh. Okay, so viel das ist. Probieren wir mal das Ding. So, wie funktioniert das? Alter. Wie krass ist das denn? Okay. Muss ich scheinbar dahin? Oh. Okay. Was? Ich mach dich stolz. Was hast du denn drauf? Kein Wunder, dass die Healys gestorben sind. So, und das hier? Ach du Scheiße. Ich sollte weniger das S-Wort verwenden. Da rein. Oh.
Sehr gut. Okay, das war die Ravensclaw. Jetzt zum Falken. Ja. Der Traktorstrahl ist ausgeschaltet. Chewbacca, ich mach mich auf den Weg. Nein, nicht hier. Moment. Hä? Ah, na also. Hä? Ah. Oh. Okay. Was war denn das? Sag mal. Willst du mich veräppeln? Das ist doch... Solange die mich noch nicht sehen, kann ich ja... Wow! Ich bin so ein Vollprofi. Aha. Wie hast du mich und meine Mutter... Huch, falsche Knarre. Hä? Ach, für die Spinini, also. Ach, schade. Ist die Dämonie da? Ah, nein. Na, wie mal einer guck. Oh. Nein. Oh, habe ich was verpasst? Nein. Schön, dich zu sehen, Chewie. Scheint so, als wollten die uns hier nicht. Das ist ein großes Lob von einem Wookie. Ich bin geehrt. Diese Söldner sind teuer. Jemand in diesem Kult muss viele Credits besitzen. Oder noch schlimmer, die Hinterbliebenen finanzieren ihn. Wir müssen zurück zu Luke und ihm berichten, was hier läuft. Kannst du Leia von dem Kult erzählen? Wenn er nicht genau zur rechten Zeit gekommen wäre, wäre das heikel geworden. Also Chewie hat mir erzählt, du hättest dich tapfer allein geschlagen. Gute Arbeit. Ja. Kyle hat mir berichtet, was in Mos Eisley passiert ist. Es war gut, dass Chewie dort war. Aber auch ohne ihn hast du dich tapfer geschlagen. Dieser Kult und das Imperium arbeiten wohl viel enger zusammen, als wir gedacht haben. Ja, also das ist die Mission. Ich glaube, eine Folge pro Mission ist ganz gut. Und nächstes Mal konzentriere ich mich vielleicht ein bisschen mehr auf den Schwertkampf und darauf, dass ich mehr Machtfähigkeiten einsetze. Aber sonst, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Immer.